wollte euch heute endlich mal zeigen, wie man Marzipancreme macht als Tortenfüllung. Okay, fangen wir direkt bei den Zutaten an. Wir arbeiten mit Milch, Butter, Marzipanrohmasse, Eigelb und Zucker und Speisestärke. Super einfach, keine Zauberei. Ihr seht, dass ich jetzt schon anfange, meine Herdplatte aufzuwärmen, damit wir unsere Milch aufkochen können. Das ist der erste Schritt. Dann könnt ihr das auf jeden Fall schon mal zur Temperatur kommen lassen. Das genaue Rezept findet ihr unten als Link in der Infobox, wenn jemand Interesse daran haben sollte. Steht unten in der Infobox. Mein nächster Schritt ist, dass ich meine Butter reibe und meinen Marzipan gleich auch einmal auf dieser Reibe komplett durchreibe. Wenn ihr so eine Reibe nicht habt, dann könntet ihr das Ganze auch einfach mit dem Messer relativ fein durchhacken, damit das einfach ein bisschen feiner von der Struktur her wird. Ein hilfreicher Tipp ist eventuell, dass ihr die Butter komplett die ganze Zeit im Kühlschrank lasst und kurz bevor ihr anfangt, die zu reiben, eventuell nochmal für 20 Minuten in euer Eisfach gebt. Dadurch wird die Butter, der Marzipan genauso, super, super hart und lässt sich dadurch noch einfacher reiben. Und dann müsstet ihr jetzt nicht so kämpfen, wie ich das da mit dem Marzipan mache. Aber ja, die Kühlung, die ich bei mir in der Backstube habe, die ist leider halt nur Kühlschranktemperatur und deswegen war mein Marzipan am Ende natürlich trotzdem ein bisschen weich. Ja, das so als kleiner Tipp. Das heißt, das reibt ihr euch am besten schon und dann könnt ihr das auch auf Seite stellen. Das brauchen wir erst ganz am Schluss. Okay, die Milch braucht noch ein bisschen. Dann können wir uns schon um unser Zucker und unsere Speisestärke kümmern. Das verrühren wir jetzt einmal und dann geben wir unser Eigelb dazu. Auf dem Blog wird ganz genau stehen, wie viel Menge ihr davon haben braucht. Das ist aber auch immer abhängig davon, wie groß eure Eier sind. Das ist immer so, weil mich viele fragen, warum schreibe ich die Eiweißmasse oder Eigelbmasse in Gramm auf und nicht in der Stückanzahl der Eier. Das ist einfach, weil kommt drauf an, wie groß eure Eier sind, wiegen die natürlich unterschiedlich viel. Also wiegt am besten euer Eigelb ab, wenn ihr das Ganze trennt. Okay, das Ganze habe ich ja jetzt vermengt, habt ihr ja gesehen, also Eigelb, Speisestärke und Zucker. Das wird dann einfach zu so einem Süppchen gerührt. Und wenn wir das auf Seite gestellt haben, dann könnt ihr euch eine Suppenkelle schnappen. In meinem Fall musste das jetzt leider gleich eine Tasse sein, weil ich in der Backstube noch keine Suppenkelle habe. Was ich da jetzt noch gemacht habe, ist, dass ich ein bisschen gemahlene Vanille dazu gegeben habe. Das müsst ihr nicht machen, könnt ihr aber gerne. Das gibt nochmal so einen leicht vanilligen Hintergeschmack. Finde ich immer ganz schön. So, kommen wir da jetzt zu einem ganz, ganz wichtigen, wie sagt man, zu was ganz Wichtigem. Und zwar müssen wir unsere Eigelbmasse jetzt angleichen mit der heißen Milch. Das heißt, ihr seht, ich nehme mir immer ein bisschen heiße Milch und gebe die zu den Eigelben dazu. Das Ganze mache ich dreimal. Und das mache ich einfach deswegen, damit meine Eigelbe erstmal ein bisschen auf Temperatur gebracht werden und die nicht sofort stocken. Weil wenn wir die jetzt so in die Milchmasse sozusagen schütten würden, dann würden die wahrscheinlich sofort stocken und dann hättet ihr so Eierstich, also so Rührei in eurer Milch und das wäre natürlich nicht optimal, das wollt ihr auf jeden Fall vermeiden. Das heißt, so ein bisschen angleichen ist auf jeden Fall immer ein schöner Trick, um das Ganze zu vermeiden. Wenn ihr das angeglichen habt, schüttet ihr das halt zur kompletten Milch wieder dazu und dann fangt ihr an, das Ganze nochmal richtig, richtig stark aufzukochen und durchzukochen und dann wird das zu so einer richtig festen Masse. Also das ist echt schon wie so Kartoffelpüree. Ganz, ganz, ganz fest. Richtig fester Pudding. Und wenn ihr an dem Punkt angekommen seid, dann sind wir auch schon fast fertig. Und zwar geben wir dann noch unseren Marzipan dazu und unsere Butter. Und bitte seid etwas schlauer als ich. Entweder könntet ihr diese Puddingmasse jetzt erstmal umfüllen und dann Marzipan und Butter dazugeben. Aber nehmt euch auf jeden Fall, wenn ihr das nicht umfüllen möchtet, nehmt euch aber bitte einen Topf, der groß genug ist, damit ihr genug Platz habt, um das Ganze ordentlich zu verrühren. Ja. Mein Topf war leider zu klein, wie ihr da sehen könnt. Ich musste da ein bisschen kämpfen. Aber alles, was ihr jetzt hier halt macht, ist den Marzipan, genauso wie die Butter, unter die heiße Masse unterarbeiten. Und das müsst ihr auf jeden Fall machen, wenn die Masse noch heiß ist. Ansonsten verbindet sich das nicht mehr schön. Ganz, ganz wichtig. Okay, dann ist die Creme aber eigentlich soweit fertig. Ich habe das Ganze dann noch 5 Minuten abkühlen lassen, damit mir die Verarbeitung ein bisschen leichter fällt und ich mich an den Fingern nicht verbrenne. Aber habe dann eigentlich relativ schnell nach den 5 Minuten weitergemacht und die warme Creme, wichtig, die warme Creme auf meine Böden verstrichen und verteilt. Ich habe das damals gelernt, dass man die Creme halt warm
verwenden soll und warm verarbeiten soll. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was dagegen sprechen sollte, mit der Creme kalt zu arbeiten. Aber es ist halt so eine Angewohnheit, deswegen habe ich mit der warmen Creme gearbeitet. Nachdem ich die Torte komplett gefüllt habe, habe ich die in den Kühlschrank gestellt und durchkühlen lassen. Und weil ich danach eine Fondant-Torte daraus machen wollte, habe ich die halt mit Vanillebuttercreme eingestrichen, weil diese Creme leider nicht fondant-tauglich ist. Wichtig, die ist nicht fondant-tauglich. Okay. So. Das ist dann die Marzipancreme. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ach so, danke für die ganzen lieben Grüße. Meine OP ist super gelaufen. Ist alles in Ordnung. Vielen Dank der Nachfrage. So, andere Videos einfach auf das rechte oder linke Video klicken, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.